Charles, hast du kurz Zeit? Nein. Wir machen heute unseren ersten Bauernhof-Flohmarkt. Und ich habe extra gesagt, nicht vor 9. Und es ist 20 vor 9. Und die Leute stehen da schon. Eine Viertelstunde von Deutschland. Aber wir haben heute so viel zu tun. Heute kommt nämlich, oder ist schon da, Roundtable, die machen unseren Upcycling-Spielplatz. Ich habe es extra so getimt, dass sie erstmal in Ruhe abladen können. Mein Mann die ganzen, was ist denn das eigentlich, Sand und das alles auch abladen konnte und mit den Trecker hin und her fahren können. Jetzt könnt ihr selber mal gucken, stehen die alle im Weg. Vorne links. Also der linke Ganghebel vorne links, dann bist du rückwärts eigentlich. Sag mir mal, wo soll ich mich hinstellen, damit ich weiß, wo ich hin kann? Neben hier. Also ich habe hier einen Stand. Ja. Da kommt auch noch eine Kleiderstange noch dazu. Ja, und dann soll ich mich da so ein bisschen hinterstellen mit dem Auto? Nee, dann, das Auto muss immer dahinter stehen. Dann kannst du entspannt von so nach so einfach ausladen. Ja, perfekt. Also, du musst jetzt mal hinter meinen Stand jetzt noch ein Auto vorstellen im Prinzip. Okay, ich stelle hinter deinen Stand mein Auto vor. Genau. Bist du auch Kinderklamotten? Ja, ihr müsst ein bisschen eben, ich weiß nicht, wie viele Meter sie hat. Da müsst ihr mal fragen, ob sie 2 oder 3 Meter hat oder 4 Meter. Einmal fragen und dann könnt ihr euch direkt. Aber wir sind alle erwachsen, ich glaube, wir kriegen das hin, oder? Schön ist immer, wenn ihr eure Tische natürlich auf das Gepflastertisch stellt, ne? Ja. Und eure Autos oder Sitzbänke dahinter. Ja. Machen wir. Super, gerne. Ja, für mich ist das nichts, ne? Das ist nicht die ländliche Ruhe, die ich eigentlich immer gerne habe. Ja! Nicht sammeln! Ich sammel doch gar nicht. Siehst du, nur Stress hier. So wie die Dame hier im Prinzip. Vor allem ist es Sonntag. Perfekt. Ne? Danke. Die Leute sollten eigentlich alle in der Kirche sein. Du hast 2 Kinder, die müssen wir bespaßen, weil sonst fahren wir hier die von den Autos überfahren. Ja, ich habe auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, den ich betreuen muss. Danke für den Hinweis. Mal, hier ist ein Beinchen. Jetzt ist spannend. Jetzt ist spannend. Das ist gemein. Ich verfolge die bei YouTube, die Videos, die sie machen. Und meine Tochter war hier schon beim Keksebacken im Kuhstall. Und mein Schwager beim Speed-Dating. Also irgendwie war jeder schon mal hier deswegen. Und dann hat man das gesehen und ich dachte, ja, können wir mal ein paar Sachen loswerden. Aber versuch am besten so hinzuhören wie die anderen, ne? Hast du es einfacher für dich. Oh, moin. Habt ihr noch Lust auszupacken? Also wie ihr seht, versuche ich heute auch ein bisschen selbst zu verkaufen, aber ich komme gerade gar nicht dazu, meinen eigenen Stand schier zu machen. Und wird ständig aufgehalten und die meisten Sachen fehlen noch. Ich wollte ein Flohmarktzeichen hinmachen, also ausgedruckt und jetzt stehe ich hier und mein Stand ist der einzige, der noch nicht fertig ist anscheinend. Ja. Wir wollen hier einen Spielplatz bauen für den Hof Johansen. Wir haben jetzt hier eine Gartenhütte geschenkt bekommen, die haben wir abgebaut und die wollen wir jetzt hier wieder aufbauen. Das bringt unwahrscheinlich viel Spaß. Also helfen durch Portemonnaie aufmachen können viele. So, aber wir helfen einfach durch Manpower. Und das zeichnet den Roundtable eigentlich aus. Praktisch als, da kommen jetzt die Gehwegplatten dann drauf als Fundament und dann, damit das ein bisschen gerade ist und so, ne? Ich wusste ja durch die Anmeldungen, wie viele Leute ungefähr kommen. Und bei dir bleibe ich. Aber ich habe nicht so erwartet, dass so viele mit so vielen Autos kommen, wenn ich ehrlich bin. Also, vielleicht bin ich da immer ein bisschen anders. Aber ich meine, ich finde es ja gut, weil die Leute haben dann viel zu verkaufen, war ja auch Corona so lange und endlich kann man wieder loslegen und verkaufen und. Ich zum Beispiel sammle ja das Geld für meine Kinder und dann kaufe ich mir was Schönes. Und ja, doch, ich bin schon ganz aufgeregt. Also ich habe auch so ein bisschen kleinen Tada, weil ich so ein bisschen aufgeregt bin.
Ja. Ja, bitte dringend. Alarm, Alarm. Magst du mal bitte holen, das welches Geld drin. Board? Wir haben nur ein Sideboard drin. Wir haben ein Sideboard? Boah, oh Gott, Leute, ey. Das ist unser Sideboard, Schatz. Mensch. Was weiß ich, was ein Sideboard ist? Entweder das ist eine Kommode oder nicht. Was ist denn ein Sideboard? Mudi, magst du Sven noch mal bitte sagen, der ist drin, dass er die große Kleiderstange von oben runterträgt? Ja, da hängt ja noch was dran, ne? Ja, extra, damit ich das hier nicht mehr machen muss. Ja, muss ich ja wohl helfen, ne? Danke. Warte mal bitte, Mama. Das lieb. Ja, ohne Mudi würde ich ja nichts schaffen, wenn ich ehrlich bin. Ohne Mudi würde ich immer noch. Weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Es muss einfach alles mal raus, ne? Und ich hoffe, dass auch gleich die ganzen Besucher mal kommen, damit sich der ganze Aufwand auch gelohnt hat, ne? Magst du für mich auch noch auf jeden Fall das Stockbrot? Das jetzt, muss jetzt so eine Kugel sein. Aha. Die muss in verschiedenen Bällen machen. Aha. Nicht so große Bälle, aha, weil die sonst zu lang werden am Stockbrot. Aha. Das müsste gemacht werden. Und dann gibt es irgendwo in der Ecke Zoff wegen Kleiderstange und kein Platz und keine Ahnung. Kannst du das bitte lösen? Weil ich muss am. Ja? Wo sind die Kinder? Da. Ernsthaft? Du weißt nicht, wo deine Kinder sind? Nein, die spielen hier. Ich kann da jetzt jeden Meter hinterherlaufen. Ja, mal gucken. Lass die Kinder noch mal spielen. Haben die Creme auf der Nase? Nö. Aber eine Mütze. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen sollte. Kartoffeln, Stockbrot. Ah ja, Problem. Wenn wir die hier so quer vorstellen. Ja, wenn das in Ordnung ist, das müsst ihr sagen. Ja, für mich schon. Wenn das für euch dann eine praktikable Lösung ist. Ja, das ist ein Kundenstopper, nennt man das. Soll ich ihn mit anfassen? Du warst zu langsam. Ja? Danke. Ich mache ja den ganzen Spaß ja hier, weil der Flohmarkt fehlte generell hier in den Örtlichkeiten. Und ich bin jemand so, ich meckere nicht, ich mache dann selber. Und es ist. Tut ja auch erstmal mir gut. Ich bin ein paar Sachen los, kriege noch ein bisschen Geld für die Kinder. So. Und die Leute lernen unseren Hof halt auch mal ein bisschen kennen und uns kennen und wissen auch, wo wir sind. Also, ich habe schon angekündigt, wenn es noch mal einen Flohmarkt gibt, dann bin ich wieder dabei. Ich finde die Atmosphäre schön und es ist auch mal schön, zu Hause rauszukommen und mit Freunden zusammen den Flohmarkt zu machen. Ja, auf jeden Fall sehr gelungen. Status aktuell, Kinder sind, glaube ich, bei den Großeltern, aber zumindest eingecremt und versorgt. Und ich versorge jetzt mal den Roundtable da und dann ja, hoffe ich, dass es auch bald vorbei ist. Ja, die Kinder spielen drin, also von daher scheint das ganz gut zu sein, ne? Denke ich mal. Sieht auch schick aus, so ein kleines Hexenhaus, ne? Ja, so, schön haben wir da. Vielen Dank, dass ihr da wart, macht's gut, bis dann. Ja, ich gebe mir Mühe. Ihr Lieben, nun neigt sich unser erster Bauernhof-Flohmarkt dem Ende zu. Und ich bin total happy, dass alles gut geklappt hat. Und ich nehme natürlich auch fürs nächste Mal ein bisschen was mit, was man besser machen kann. Wir haben super geiles Wetter. Und super entspannte Leute hier. Ich bin happy und freue mich auf die nächsten Veranstaltungen. Seid dabei, was wir hier alles noch so auf dem Hof Schönes noch treiben werden.